Hi, ich bin Mendoc7 und ich heiße dich herzlich willkommen zu der Update-Vorschau für 2021 und 2022. Der Mendoc7 ist ein bisschen im Jahr 2020 hängen geblieben, also wundert euch nicht, falls er 2020, 2021 steht, ne? So ist das halt nun mal. Und naja, wir fangen an mit dem Update-News, die Nikita bzw. Battlestate uns zur Verfügung gestellt hat. Und zwar hat er gesagt, dass zu 0.12.11.5 ein Zwischenupdate mit Fixes und Optimierung kommt. Bedeutet einfach, dass die Server-Performance nochmal angepasst wird, die Spiel-Performance und ähnliche Dinge. Und halt Fixes, die halt während des Spielens halt so ja, auffallen. Dann mit 0.12.11.6, das wohl etwas für uns bessere Update ist, das Update auf die Unity 2019 und DLSS-Unterstützung. Unity heißt einfach nur, wir kriegen halt ein neues Unity-Update, wo dann halt Sounds verbessert wird oder ähnliche Sachen. Also da sind schon einige schöne Sachen dabei, vor allem auch neue Features, die wir zu erwarten haben dann, die dann auf den Maps wahrscheinlich dann kommen werden. Was dahin aber hinkommt, werden wir dann wahrscheinlich in naher Zukunft sehen. Dann mit 0.12.12.0 kommt eine neue Map und zwar Lighthouse plus tägliche Quests. Was da für Quests sein werden, werden wir dann auch in naher Zukunft sehen. Dann haben wir der Zustand der Ermüdung oder halt Erschöpfung. Bedeutet, wenn wir laufen oder sprinten, dass er halt nicht direkt losläuft oder halt ein bisschen länger braucht für viele verschiedene Dinge. Das bedeutet, das Spielverhalten wird sich schon stark verändern. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr, sehr gespannt, was dort kommen wird. Dann bekommen wir Voice-over-IP, bedeutet, wir können in-game reden. Das wird wahrscheinlich für die meisten Streamer unter uns wahrscheinlich eher weniger an sein, weil wir einfach zu hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass Leute irgendetwas sagen oder Musik abspielen, was man im Stream halt nicht sagen darf oder was man nicht abspielen darf. Und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie es sein wird. Und ja, da wird wahrscheinlich jeder seine eigenen Erfahrungen mitsammeln. Dann bekommen wir neue Waffenfehlfunktionen. Bedeutet, jetzt haben wir ja aktuell, dass wir, wenn wir eine schlechte Reputation oder ähnliche Sachen haben, dass die Waffe dann kaputt geht oder aber Fehlfunktionen bekommt. Das wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen weiter ausgereift. Bin ich mal gespannt, inwieweit das fortgeschritten sein wird. Ja, und dann bekommen wir halt neue Waffen, Attachments, Ausrüstung, Anziehsachen und ähnliche Sachen, die vielleicht noch ins Game mit eingespeist werden. Dann mit 0.12.12.5 bekommen wir eine verbesserte Bedienung im Menü und Co. Bedeutet einfach, es kann auch andere Sachen außer Menü sein. Kann auch sein, wenn ihr das Tab-Menü öffnet im Spiel, dass sich dort einiges angepasst hat, um das Spielerlebnis ein bisschen zu erleichtern. Dann bekommen wir noch weitere kleine Patches und Verbesserungen. Wie die aussehen werden, wissen wir ja bis heute nicht. Denke mal aber, dass Sachen, die halt im Vorhinein schon gepatcht worden sind, so ein bisschen angepasst und bearbeitet werden. Kennt ihr ja selber. Haben wir ja auch beim Gewichtssystem gehabt. Gewichtssystem kam rein, dann kamen Verbesserungen, Veränderungen und so weiter und so fort. Da wird es wahrscheinlich nochmal einiges zu bearbeiten geben, wenn es da ist. Und was kommen wird, ist ein Update auf dieses Anti-Cheat-System, was wir haben. Da bin ich auch mal gespannt. Ich sag mal, 100% werden wir Cheater nicht loswerden. Aber ich denke mal schon, dass wir hier und da schon stark merken werden, dass es weniger wird. Der eine hat mehr Probleme mit Cheater, der andere hat weniger Probleme. Ich denke mal, es liegt aber auch viel daran, wie die Maps halt, also wer welche Map spielt. Ne? Wenn man kein Lab spielt, dann hat man auch halt dementsprechend weniger Cheater. Ne? Also wenn ich den ganzen Tag Wurz spiele, dann ist natürlich meine Cheater-Anzahl viel weniger, als wenn ich zum Beispiel Lab spiele. Ne? Also bis dahin, nur weil ich ja immer wieder höre, ja, ich habe keine Cheater-Probleme. Ja gut, kann man sagen, wie man will, aber denke mal, das liegt auch viel an der Map-Auswahl und auch am Server-Auswahl und auch ein bisschen Glück. Aber ich denke mal, dass wir alle davon profitieren werden, dass es ein bisschen weniger Cheater geben wird. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es sein wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr bei dem Video reingeschaut habt. Jetzt seid ihr ein bisschen aktueller. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo da. Und wir hören uns beim nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß und Hangout.